Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir haben in Deutschland etwa 42 Millionen Wohnungen. Und etwa die Hälfte davon sind Mietwohnungen. Und klar ist, so eine Wohnung, das ist weit mehr als nur ein Dach über den Kopf. Das ist Rückzugsraum und das ist auch Stätte persönlicher Entfaltung. Und deswegen ist für uns als Union völlig klar, wir wollen nicht, dass Menschen aus ihren angestammten Wohnvierteln verdrängt werden, weil sie sich gerade in großen Städten, in Ballungszentren, ihre Miete nicht mehr leisten können. Und wir wollen auch nicht, dass junge Familien aus ihren Wohnungen heraus modernisiert werden, sondern was wir wollen, ist, dass wir in den angestammten Wohnvierteln sozial ausgewogene Mischung haben. Und das ist für uns als Union eine Selbstverständlichkeit, und dazu brauchen wir auch die Anträge der Opposition an dieser Stelle nicht. Wir haben also eine große Einigkeit im Ziel zwischen allen Fraktionen hier im Hohen Haus, dass wir in Deutschland mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen. Nur die Frage ist, wie erreichen wir denn dieses Ziel? Und klar ist, hier gibt es keine einfachen Lösungen. Und es gibt auch keine Lösungen, wenn man diesen populistischen Forderungen, die uns die Linke jetzt hier präsentiert, wenn wir diesen folgen würden. Und es gibt keine einfachen Lösungen deswegen, weil wir unterschiedliche Zielsetzungen haben, die allesamt wichtig sind und die wir zusammenführen müssen. Denn es geht natürlich um den bezahlbaren Wohnraum, aber es geht in gleicher Weise auch um die energetische Sanierung unseres Wohnungsbestandes, weil wir wichtige Klimaziele haben, die wir alle miteinander erreichen wollen. Und es geht auch um den altersgerechten Umbau. Unsere Gesellschaft wird älter, und wir müssen auf diesen demografischen Wandel reagieren. Und deswegen müssen wir die Voraussetzungen schaffen, dass altersgerechter Umbau eben auch möglich ist. Und welche Maßnahmen jetzt nun zielführend sind, welche Maßnahmen richtig sind und welche nicht, das diskutieren wir gerade innerhalb der Koalition. Und wenn ich jetzt mal beim bezahlbaren Wohnraum anfange, da haben wir ja bereits reagiert als Koalition. Wir haben die Mietpreisbremse im letzten Jahr eingeführt, um die Mieter kurzfristig zu schützen vor steigenden Mieten. Und Linke und auch Grüne, die fordern jetzt, wir müssen die Mietpreisbremse verschärfen, wir müssen die Ausnahmen streichen. Richtig ist, die Wirkung der Mietpreisbremse, das sagen uns jetzt verschiedene Studien, die ist umstritten. Aber ich will mich jetzt auch gar nicht so sehr mit diesen einzelnen Studien aufhalten. Da könnte man zu jeder Studie jetzt sehr viel zur Methodik sagen. Die ist nämlich in Teilbereichen sehr, sehr angreifbar. Und deswegen finde ich das jetzt auch richtig, dass das Justizministerium eine eigene Studie, eine unabhängige Studie in Auftrag gegeben hat, um die Wirksamkeit der Mietpreisbremse zu hinterfragen. Klar ist jedenfalls für uns als Union, die Mietpreisbremse muss funktionieren. Die muss in der Praxis funktionieren, und deswegen schauen wir da auch sehr genau hin. Wir als Gesetzgeber, wir haben die klare Erwartung an Vermieter, dass sie sich an die Mietpreisbremse halten. Und deswegen haben wir ja auch den Mietern Rechte an die Hand gegeben. Sie können die überhöhte Miete rügen und dann die zu viel gezahlte Miete zurückverlangen. Und das ist auch gut und richtig dazu. Und ich kann nur jeden Mieter auffordern, nehmt diese Rechte, die wir euch gegeben haben, auch wahr. Und klar ist auch, weil das hier immer falsch dargestellt wird, wenn ein Vermieter falsche Angaben zur Vormiete macht, dann ist das strafbar. Das ist glasklar als Betrug strafbar. Und deswegen stimmt es einfach nicht, wenn hier immer behauptet wird, es gebe keine Sanktion bei der Mietpreisbremse. Wir haben hier das Strafrecht als Instrument. Das ist sogar die schärfste Sanktion, die wir als Gesetzgeber überhaupt haben können. Und die Linke fordert aber trotzdem hier eine Verschärfung der Mietpreisbremse, fordert eine Abschaffung aller Ausnahmen. Richtig ist, natürlich gibt es bei der Mietpreisbremse Ausnahmen. Aber jede dieser Ausnahmen, die ist berechtigt und hat auch gute Gründe. Komme ich mal zum Neubau. Neubau ist teuer heutzutage. Sie können einfach nicht neue Wohnungen bauen, die 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete angeboten werden. Das schaffen Sie einfach nicht. Wenn wir jetzt keine Ausnahme für den Neubau hätten, dann hätte das zur Folge, dass niemand mehr neue Wohnungen bauen würde. Wir hätten weniger Angebot auf dem Markt, und deswegen würden die Mieten noch steigen. Deswegen ist die Ausnahme für den Neubau genau richtig, die wir hineinverhandelt haben. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Vormiete, dass es dort eine Ausnahme gibt. Wir müssen den Bestandsschutz gewährleisten, weil das eine Frage der Rechts- und Finanzierungssicherheit ist. Wir können da nicht in laufende Vertragsverhältnisse dort eingreifen. Das ist auch mit Blick auf Artikel 14 unseres Grundgesetzes eine zwingende verfassungsrechtliche Voraussetzung. Und das Gleiche gilt für die Ausnahme für umfassende Modernisierung. Ich habe es gerade gesagt. Wir wollen doch alle miteinander, dass die Wohnungen modernisiert werden. Wir wollen den altersgerechten Umbau. Wir wollen die energetische Sanierung. Das ist aber teuer. Und wenn wir den Vermietern sagen, ja, du sollst modernisieren, aber du kannst es irgendeiner Weise finanzieren, du kannst es nicht wirtschaftlich tragfähig darstellen, dann wird doch die Folge sein, dass niemand mehr hinterher modernisiert. Und das kann doch nicht das Ziel sein.
Und Frau Ley, an dieser Stelle, wenn Sie jetzt hier den Leuten Sand in die Augen streuen und sagen, man kann jetzt 11% umlegen und das sei gleichgesetzt mit der Rendite, das wissen Sie, glaube ich, besser. Das hat natürlich miteinander überhaupt nichts zu tun. Es geht darum, die Kosten umzulegen, und da müssen wir natürlich auch ran. Wir haben ein niedriges Zinsniveau, da sind wir ja auch bereit und gesprächsbereit, diese Modernisierungsumlage zu senken. Aber jetzt streuen Sie den Menschen hier nicht Sand in die Augen, indem Sie sagen, 11% Modernisierungsumlage, das ist gleich die Rendite, was Vermieter machen. Das ist einfach nicht redlich, was Sie hier machen, und das könnten Sie mal zurücknehmen und korrigieren. Und nochmal, weil jede dieser Ausnahmen ihre Berechtigung hat, was den Neubau anbelangt, was die Vormiete anbelangt und auch was die umfassende Modernisierung anbelangt. Deswegen sagen wir als Union an dieser Stelle auch ganz klar, mit uns wird es keine Streichung dieser Ausnahmen oder auch keine andere Verschärfung der Mietpreisbremse geben, weil wir nicht wollen, dass die Mietpreisbremse zu einer Investitionsbremse wird. Und deswegen, meine Damen und Herren, will ich aber trotzdem sagen, wir geben unser Ziel bezahlbarer Wohnraum hier nicht auf. Nur klar muss aber doch auch sein, die Mietpreisbremse ist doch kein Allheilmittel gegen steigende Mieten. Das war uns doch allen miteinander klar. Wir müssen doch nicht nur an den Symptomen ansetzen, sondern müssen die Ursachen von steigenden Mieten bekämpfen. Das Mietrecht im Allgemeinen und die Mietpreisbremse im Speziellen kann dazu aber nur einen ganz kleinen Beitrag leisten. Es ist ein Baustein in einem ganzen Bündel von Maßnahmen, was wir machen müssen. Im Kern geht es doch darum, wir haben zu wenig Wohnungsbau in unserem Land. Und deswegen hilft nur eines, wenn wir steigende Mieten nachhaltig bekämpfen wollen. Wir müssen bauen, 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 und zwar mehr und schneller, meine Damen und Herren. Und hier sind vor allen Dingen auch die Länder und Kommunen in der Pflicht. Wir haben bei der Einführung der Mietpreisbremse gesagt, die Länder, die das einführen, die müssen ein Maßnahmenpaket beschließen, wie sie mehr Wohnungsneubau schaffen wollen. Und da muss ich sagen, da ist relativ wenig passiert, wenn ich mir die einzelnen Länder mal anschaue. Da gucke ich auch mal auf meine eigene Stadt, Berlin, wo ich herkomme. Berlin baut im Verhältnis zu Hamburg nur halb so viele Wohnungen. Ja, und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Mieten hier ansteigen. Und deswegen ist es richtig, dass wir das so haben. Wir müssen da mehr tun für den Wohnungsneubau. Wir als Bund nehmen da auch unsere Verantwortung wahr. Wir haben die Mittel für die soziale Wohnraumförderung in den letzten Jahren massiv erhöht. Ab 2017 werden 1,5 Milliarden jedes Jahr zur Verfügung stehen. Das geben wir den Ländern, damit sie dafür sozialen Wohnungsbau machen. Und was machen die Länder? Ja, alles Mögliche machen sie damit, aber sie bauen keine neuen Wohnungen. Deswegen sage ich, das geht so nicht. Wir brauchen eine klare Zweckbindung für diese Mittel, dass die Mittel auch da ankommen, wo sie ankommen sollen. Das müssen wir als Bund auch kontrollieren. Und es gibt jetzt ganz viele Punkte, wo die Länder auch in Verantwortung sind. Da geht es darum, mehr Bauland auszuweisen. Es geht darum, die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu entschlacken, dass man im urbanen Raum nachverdichten kann, dass man auf den Dächern die Potenziale für Wohnungen heben kann. Wir müssen einfacher und schneller werden. Wir müssen an den Standards ansetzen. Und da können wir natürlich nur mal schauen. Nur die NF 2016, die verteuert das Bauen um bis zu 8%. Ja, und meine Damen und Herren, natürlich ist es so, dass das hinterher bei den Mietern ankommt. Wenn ich Bauen teurer mache, wird hinterher Mieten teurer. So einfach ist die Rechnung. Und deswegen müssen wir alles tun, dass das Investitionsklima für Wohnungsneubau sich nicht verschlechtert, sondern es muss sich verbessern. Und da müssen wir dann auch über steuerliche Förderung nachdenken. Wir hatten da ein Projekt, was wir in der Koalition miteinander fast schon bis zum Abschluss gebracht haben. Das ist leider auf den letzten Metern auf der Zielgeraden an der SPD gescheitert. Ich bedauere das sehr, dass wir dort keine Einigung mit dem Koalitionspartner hinbekommen haben. Und da kann ich nur hoffen, dass die SPD dort auch zur Einsicht bekommt. Wir brauchen mehr steuerliche Förderung, damit wir mehr Wohnungsneubau bekommen. Das ist zum Wohle der Mieterinnen und Mieter in unserem Land, meine Damen und Herren. Und natürlich müssen die Länder sich auch mal die eigene Nase fassen, was sie sonst noch so alles machen. Wenn ich mal an die Grunderwerbsteuer zum Beispiel denke, das Aufkommen ist in den letzten Jahren massiv angestiegen, weil fast alle Länder, bis auf Sachsen und Bayern, da liegt die Grunderwerbsteuer immer noch bei 3%, massiv die Steuer erhöht haben. Die Linke in Thüringen plant jetzt gerade, zum Anfang des nächsten Jahres auch wieder die Grunderwerbsteuer zu erhöhen. Und das rot-rot-grüne Bündnis, was sich hier in Berlin anschickt, die Macht zu ergreifen, die planen jetzt auch, die Grunderwerbsteuer zu erhöhen. Und da muss man dann schon mal, liebe Kollegen von den Linken, an Ihren thüringischen Ministerpräsidenten sagen, wenn Sie das Bauen so teuer machen, dann wird auch das Mieten teurer. Das ist alles das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Wir brauchen ein ausgewogenes Paket, wo wir sagen, natürlich nehmen wir den bezahlbaren Wohnraum ernst. Wir wollen den Mieterinnen und Mietern helfen an dieser Stelle, dass sie nicht verdrängt werden. Aber wir brauchen Investitionsbedingungen, die auch Neubau
ermöglichen. Und da brauchen wir ein ausgewogenes Paket. Das, was wir jetzt vorlegen haben als Mietrechtspaket 2, da ist nicht alles falsch dran. Da ist nicht alles falsch dran. Aber in der Summe führt es dazu, dass die Investitionsbedingungen sich massiv verschlechtern. Deswegen rufe ich nur die SPD auf. Lassen Sie uns zusammensetzen, dass wir ein vernünftiges Paket schnüren, was diese unterschiedlichen Interessen, bezahlbaren Wohnraum, altersgerechten Umbau und energetische Sanierung zusammenbringen. Und dann können wir auch wirklich was für die Menschen in unserem Land tun. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt der Kollege Christian Kühn.